Hallo Leute. So, den Anfang überspringe ich. Wo habe ich? Das ist da hinten. Egal, der Zustand. Ja. Ich. Warum? Ach, ich. Command Conquer Rebels angefangen. So. Ja. Ich hab's angefangen, weil ich weiß ich nicht. Ich hatte einfach gerade Lust drauf. Ich hatte sowieso gerade installiert, aber ich dachte, ich nehme einfach auf. Nach dem furchtbaren Sieg, Niederlage in Sarajevo, habe ich gedacht, warum nimmst du nicht einfach das hier auf? Das hier ist viel kürzer, glaube zumindest, und das packst du einfach. Also ja, ich hatte schon ein bisschen kompliziert. Also habe ich gedacht, mach ich mal. Oh, warte mal. Wer sagt's denn? Das klappt? Das klappt wirklich. Ja. Ist das jetzt, ich höre jetzt alles über hier nicht Kopfhörer, sondern von Sounddings und ich höre wirklich Ton. Also, ich hab's gerade ausgehört, naja, egal. So. Ich könnte ja noch Training machen. Aber es ist, glaube ich, nicht so wichtig. Kann ich schon am Ende falsch machen. Ja, falls ihr meine Medaillen sehen wollt, ich hab gar nichts. Ja, hier und ja, sowas. Ja. Ich habe keine Niederlage, ist das nicht cool? Ja, und kein Sieg wird. Einzelspieler, das asiatische Pad. Schwer natürlich. Naja, wir wollen es auch hart. Der letzte Level könnte vielleicht ein bisschen sehr schwer werden. Aber eigentlich muss man da nur, naja, Skatschnummer entfernen und ach, kann alles schwer werden. Damit ist das allerletzte Level von asiatischen Pack das schwerste. Guten Tag, Genosse General. Ich bin Lin Song, Ihr Nachrichtenoffizier. Cool. Heute werden unsere Streitkräfte den Ruhm unserer großartigen Armee in alle Welt tragen und unseren globalen Führungsanspruch untermauern. Die Volksarmee wird nicht ruhen, bis die terroristische Bedrohung beseitigt ist. Genau. Diese terroristischen Schweine, die IBG. Die internationale Befreiungsgruppe. Also, ja. Die Passwörter schützen sich asiatische Werfer. Ah ja, das ist, glaube ich, eine andere Version oder so. Denn es gibt zwei Versionen vom Spiel. Ja, es gibt zwei Versionen. Diese hat eine andere Mission als die andere Version. Und die andere Version hat gleich ein paar Features mehr. Der Drache erwacht. Da toll, da steht kein Mensch auf der Straße. Machen Parado und kein Schwein interessiert sich. Töte die Leute. Ja und hier, die Leute sind so groß wie die Panzer. Oder größer. Steht an Bord. Für die Freiheit! Attacke! Tu das. Ey du Sack, was tötest du die Leute? Ich glaube es hat. Ich glaube, es hat. Ihr seid so. Brauche Feuerfest. Ey, was passiert da wohl? Das werden wir jetzt glaube ich herausfinden. Das böse Fahrt. Alle tot. Alles vernichtet. Die Welt ist explodiert. So, jedes Haus ist niedergemacht. Aber eigentlich wäre eigentlich mehr kaputt als nur dieses Stückchen der Erde. So. Was nehme ich? Natürlich das da. Zerstören Sie es dann Hunger. Aber was mir wirklich ein bisschen noch stört. Sprache. Ja, das machen wir auch nochmal schnell. Waffenfabrik, kein Truppentransport holen will ich aber nicht. Nein, nein, nein. An alle Einheiten in Feuer! Oh, ist auch tot. Nein. Nein! Einheit verloren.
Verdammt. Steuerung gewöhnen. Ach, das machen wir jetzt anders. Scrollgeschwindigkeit, Helligkeit auflösen, bla 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 bla. Hä? Was ist denn das? Diese Optionen. Jetzt muss ich mich an die Steuerung gewöhnen. So, das explodiert. Upgrade verfügbar. Das fängt doch schon mal gut an, würde ich sagen. Sehr gut an. Ich glaube, sie kann sich auch heilen. Das hat ja... ja, besser kann es am Anfang nicht laufen. Habe ich einen Bulldozer? Kann ich bauen. So gut hat's mal. So, die ist fertig, die geht hin. Das kann ich aber auch alles bauen. Waffenfolge, ja, habe ich schon. Ja, das habe ich alles. Das Spiel ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als Tiberium Wars. Aber, ey, wo fährst du hin, ey? Bist du blöd? Jetzt haben sie eine schöne Verteidigung kaputt. Ah, ja, gut. Am Anfang ist ja die Verteidigung hier wirklich nur Schwachsinn. Der fährt jetzt exakt in die Straße hin und her. Einheit verloren. Egal, das überlebe ich. Denn ich bin Gott. So, wir laufen jetzt mal schön da rein. Wir laufen jetzt mal da rein. Einheit verloren. Und da rein. Und mal da rein. Ah, ich habe meinen Panzer gebraucht. Das sah... Oh, der hier sieht cool aus. So, auch hier schießt das ab. Ihr könntet mal was tun. So, es wird gefightet. Das könnte jetzt ein paar Minuten Part werden. Ja, das hier ist nicht wirklich ein schweres Kapitel. Jos! Die Armee rückt vor. Das ist doof hier. Die sind irgendwie zu doof, sich zu umgehen. Kann man sie eigentlich so... Nein, kann man jetzt nicht, oder? Kann sie in wirklich Position bringen? Nee. Ich kann den Bildschirm drehen. Oh. Genosse General, ziehen Sie sich zurück. Napalmangriff. Okay. Tiger 1, wir haben uns aus dem Zielgebiet zurückgezogen. Hab sie ich? Können jetzt angreifen. Ich bin erst gerade im Zielgebiet reingelaufen. Hier Tiger 1, Ziele erfasst. Tiger 1, Attacke! Hier Tiger 1, alle Ziele zerstört! Gute Arbeit, Tiger 1, Sektor gesichert! Ach, ihr Loser! Ihr Loser! Wow, das zeigt doch voll. Sollte er hier oben nicht... Nein. Oh, was ist das denn hier? Ah, ich kann wohl von hinten rumgehen. Aber ich mach's wie echte Männer. Ich gehe von vorne. Kann ich das eigentlich... Ah, es geht sogar. Aber die gehen jetzt mal weiter. Die werden den Feind vernichten. Ah, Einheit verloren. Die Jeeps finde ich eigentlich sehr geil. Besonders die hier, weil sie das auch haben. Seht euch diese Schlacht. Wir haben den Feind vernichtet. Ja, wir haben den Feind vernichtet. Und es gibt immer noch keine Gnade mit diesen Schweinen. Die Chance, dass ich sterbe, ist unwahrscheinlich. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Einheit verloren. Ja, meine schwere Verluste. Wir brauchen Unterstützung. So, weg mal mit dem Panzer. Verteidiger das... Oh Gott. Da war ich mal lieber schnell nach. Also. 1, 2, 3. Alter, der wird.
Genau, zwei davon. Ich muss wieder an die Steuerung machen. Die Panzer sind ganz wichtig. Da haben wir schön die Leute. Einheit verloren. Die Leute sind am wenigsten wert. Ich weiß jetzt nicht, ob man das kann, aber ich probiere es mal aus. Sicherlich wisst ihr, was ich vorhabe. Ja, es funktioniert. Überfahren wir diese Leute. So geht's auch mal einfach. Oh Gott. Einheit verloren. Mein Jeep weg. Waffenfabrik haben sie. Der Sieg ist unser! Nein, auch nicht. Ah, jetzt gehen sie zum Angriff. Die sind aber mutig. Ja, es ist Turm, das Baller. Sind alle voll beladen hier. Das ist ein normaler Battlepanzer. Der da. Keine Ahnung, was er macht. Ja, so sollte eine Runde ablaufen. Nicht in Sarajevo hier und... Nein, mein Turm! Kann ich das irgendwie reparieren? Also man kann das nur mit dem reparieren. Tatsächlich. Das ist eher problematisch. Doch, alle raus mit euch. Ihr fährt jetzt mal nach vorne. Ihr seid sowieso nur Kanonenfutter. Ich weiß nicht, wozu der... Steht in drei Einheit verloren. Wo geht's zur Schlacht? Wie viele sind da? 4 gegen 4. Das dürfte interessant werden. Naja, natürlich mehr. Nicht wirklich 4 gegen 4. Ach, das sind sogar noch welche. Ja, dann würde ich mal sagen, nutzen wir die Gelegenheit mal aus und machen sie jetzt gleich kaputt. Oh, da hinten steht noch einer. Ah, der ist schlau und schleicht sich hinten rein. Aber nicht mit mir. Ja, nicht mit mir. Ich bin nicht so zu haben. Die Musik macht mich irgendwie gerade hier so hippie. Oder nee, war nicht falsches Wort. Nicht hippie. Macht mich gerade so angriffslustig. Wer soll ich das immer so machen? Etwas offensiver drauf gehen. Sonst bin ich eher mehr defensiv. Was mir Zeit beim Bauen. Ja, so ist es nur mit einem Menschenfahrzeug. Die brauchen hier nur so lange hier, bis sie mal richtigen Formationen laufen. Jetzt laufen sie immer so riesen Strecken, wie ihr hier unten auf der Karte sieht. Also jetzt ist das Spiel sehr cool. Ach ja, ich sag nochmal, erwähnen sollte. Das Coole an Asiaten ist, wenn sie in Massen stehen, kommen diese unten diese Sterne, auch bei den Panzern. Also nur bei Battlepanzern und den Leuten hier. Das ist Gruppenmoral, glaube ich. Stärkt die Angriffskraft. Was sehr gut ist. Das Sound finde ich immer noch cool. Oh. So, auf in die Schlacht mit diesen Schweinen. In die Schlacht für Rohan. Rohan ist besser als Condor. Nur mal zur Information. Ja, was ihr mal wissen solltet. Kampf habe ich schon gerade. Einheit verloren. Die Soldaten können die Leute hier rausschießen. Jetzt mal schön achten. Da, einer ist gestorben. Das kann auch die Drachenpanzer. Dann kann das Ding jetzt nicht mehr schießen, bis die Leute wieder respawnen. Braucht mal ein bisschen Zeit.
kann man kaputt schießen, das ist ja so. Und dann noch dieses hier. Dann habe ich so gut wie gewonnen. Drei Leute gegen so viele. Einheit verloren. Diese Abwehr ist eigentlich die schlechteste, finde ich. Die Abwehr der IBG, die Nationale Freiheitsgruppe, ist eigentlich die schlechteste Abwehr. Sieg! Wir haben gewonnen. Ein Sieg brauche ich nach einer furchtbaren Niederlage. Jetzt macht's doch wieder Spaß zu Let's Play. Also, schon viel. Ich habe nur 41 Einheiten verloren, das Risiko nehme ich gerne auf sich, wo ich so viele Rohstoffe gehabt habe. Wie kann der überhaupt sammeln? Der hat auch nichts gehabt. Ist auch egal. Bin gespeichert, weiter geht's. Ich glaube, damit beende ich mal diesen einen Part. Bis dann.